Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Elex. So. Ich glaube, wir werden sterben. Und zwar ziemlich grobfüchtig. Okay, hier ist mal niemand. Das ist sehr verwunderlich. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wir sind jetzt in dem Konverter drinnen, wo ich damals schon geglaubt habe, dass es nur per Quest geht. Da wir eine K-Card brauchen, um hier durchzukommen, also hier reinzukommen. Ah, da war Elex, hoppala. Und ja, so ist es auch. Wir haben hier den Chef quasi, also den Wächter hier, wie soll man sagen, eine Wache, wie auch immer, besiegt. Dürfen jetzt in den Konverter und müssen den Rest jetzt alleine machen. Hoffentlich gewinnt es uns. Ich hätte eine Partnerin mitnehmen sollen. Ich bin am überlegen, ob ich nochmal rausgehe, ganz geschwind, und Kaya mitnehme. Ich glaube, das wäre am besten so. Das wäre, glaube ich, sehr gut so. Ich glaube, das werde ich auch so machen. Ich werde nochmal abhauen. Ich gehe nochmal ins unser Lager zurück und hole mir Kaya. Einfach auf Nummer sicher gehen, fertig. Würde ich jetzt sagen. Und ja, ein bisschen schlafen wäre auch nicht schlecht. Dann sind wir auch wieder fit. Ja, so machen wir das. Meine liebe Kaya, wo bist du? Meine liebe Kaya. Halt, ich lecke. Halt. Da wollte ich gerade, stimmt, noch Bericht erstatten. Bringen wir was bei. Okay, das hilft nichts. Ich dachte, man kann unsere zweite Dame, die wir hier gefunden, die wir als Gefährtin haben, hier anmelden. Aber das war wohl nichts. So, komm bitte mit. Na gut. Danke. So, die zwei Brüder sitzen hier. Alles gut. Du, das ist auch da. Auch alles gut. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Das stimmt. Und ich muss schnell schlafen gehen. Ich bin fertig. So. Ganz, ganz flink und schnell. Ab in die Haie. So, gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen. Gleich pennen, ist wurscht. Und dann bohren wir uns sofort zurück zum Konverter. Von Ignaton. Ja. So. Geschnäuzt und gestriegelt. So, ja bitte. Jetzt sind wir ein bisschen stärker mit ihr zusammen. Das ist gut. Aber das ist nicht so schlimm. So. Und nix wie rein da. So. Da-da-da-dam, und hüpf. So. Achso ja. Den Lift muss ich noch vorholen, ist klar. So. Dann drauf. So, die beiden haben wir schon besiegt. Gelootet haben wir, glaube ich, auch schon alles. Schaut, halt, da ist noch was. So. Und die Maschine habe ich vergessen zu looten. Super. Wo ist die zweite? Den einen Hammer habe ich gemacht, den anderen nicht. Ja, warum nicht? Speichern auf jeden Fall. Das wäre auch schön. So, und sinnvoll. Ja, la 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 da da. Da da dam da da da. So, und einmal hoch. Die Waffe wird gleich gezückt. So. Ja. Das ist auch Not. Da haben wir nämlich Halbsoldaten. Der ist schon mal erledigt. Nur einer. Da bin ich eigentlich schon entrüstet. Wahrscheinlich haben sie hier etwas weniger Leute stationiert, weil sie eh der Meinung sind, da kommt keiner her. Das könnte sein. Aber ich sollte mich nicht zu früh freuen. Vielleicht warten hier noch Maschinen auf uns, denen wir nicht so leicht gewachsen sind. Deshalb speichern wir lieber. So. Da haben wir schon wieder jemanden. Wow, zwei, wie ihr befürchtet. Ui, da hinten haben wir noch einen. So. Drei. War nicht so schlimm jetzt. So.
So. So. War jetzt echt nicht so schlimm. So, dann nehmen wir die Sachen mit. Körperschild. Der Rest wird oben sein, nehme ich mal stark an. Von unseren Gegnern. Wir werden versuchen, hier das Türl zu hacken. So, einmal hacken bitte. So, versuchen wir unser Glück. Okay, das ist schon mal falsch gewesen. So. 1, 4 und 1 stimmt. Schau. Wie cool. 7 und 5 dann noch. Geht doch. Das ist cool. So. Schwefelbrocken, Trockenfleisch. Ein Tresor. Nicht während du angegriffen wirst. Aha. Von oben wahrscheinlich, ne? Dann müssen wir den zuerst oben ausschalten. Ich esse noch schnell was kurz. Ich esse kurz noch was schnell. War das Deutsch? Beides nicht, ne? So. Dann schnell speichern. Ich darf nur nicht vergessen, dann runterfahren und den Tresor ausrauben. Ich werde es wahrscheinlich vergessen. So. Die Waffe ist gezückt. Au, ich komme nicht aus dem Luft raus. Ist das dein Ernst? So. Die hätten wir schon mal. Die hätten wir auch. Noch jemand? Da drüben. So muss das ausschauen. Ist jetzt Ruhe? Ja, schaut gut aus. Sehr gut. Passt. Dann werden wir noch einmal schnell runterfahren. Ja, zuerst looten wir noch fertig. So. Oh. Kleiner Elex-Trank. Okay. Dann fahren wir jetzt schnell nochmal runter. Öffnen den Tresor. So, na, alles gut? Freut mich. So. Also den Tresor. Einmal hacken bitte. So. Okay. Irgendwie klappt da gar nichts so recht. Was? Okay, achso, da müssen wir was zusammenrechnen, oder was? Da komme ich gerade nicht mit. Warum geht denn da überhaupt kein Schalter? Jetzt vielleicht? Das war nichts. Ja. Und verschwinden hier schnell wieder. Das habe ich mir schon gedacht. Hacking. Okay. Also 8, 6. Was?
So vielleicht, so vielleicht. Okay. Okay, 8, 6 stimmt schon mal. Wieso sollen wir jetzt 6, 6 tauschen? Das verstehe ich nicht. Hä? Dann noch eine andere Zahl oder was? Den Code verstehe ich jetzt nicht. Das war nichts. Ja, das würde ich auch so sagen. Das ist echt komisch. Das ist richtig komisch. Verstehe nicht. Das 2x6 gehören vertauscht. Ja, aber das müsste dann trotzdem passen. Was zum Teufel? Das war nichts. Ich komme da jetzt gerade nicht mit. Zwei Sechser, aber die zwei stimmen. Ich verstehe das nicht. Wenn's eh... Da müssen ja die zwei Sechser hin. Das muss ja so passen. Das ist verwirrend. Das war nichts. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Das muss ja so stimmen. Zwei Sechser gehören vertauscht. Ja, aber... Hä? Oh je. Verstehe nicht. Also das ist mir echt zu hoch. Wie das gemeint ist. Das war nichts. Nicht gut. Gar nicht gut. Na, das ist überhaupt nicht gut. Du sagst das. Was läuft hier bitte schief? Ist das schon ein Bug?
Das war nichts. Das war nichts. Ich probiere jetzt einfach alles aus, glaube ich. Das war nichts. Das war nichts. Na, geht nicht, ne? Aber wieso klappt das bitte nicht? Die letzten zwei Ziffern kriegen wir hin. Aber da vorne die beiden überhaupt nicht. Geht doch. Aha. Und warum stand dann... Ach so, die Sechser... Okay, das ist etwas kompliziert mit dem Hacken. Das ist ein bisschen kompliziert mit dem Hacken. Ich verstehe schon, weil die Zahl 6 einmal vorkommen tut. Wir sie aber schon auf dem richtigen Platz hatten. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen doof gemacht. Weil wenn die 6 schon verbraucht ist, die Zahl, sollte sie nicht nochmal so markiert sein, dass man sie tauschen müsste. Die Position tauschen müsste, ne? Naja, egal. Haben wir geschafft, witzigerweise. Ja. Wir hauen ab. Also Richtung oben. Ja, es ist merkwürdig. Komme ich da gerade nicht mit bei dem Sinn dahinter. Egal, wir wollen den Konverter abschalten. Ein weiterer wird jetzt gleich stillgelegt. So und so. Und dann schauen wir da noch hinten, wenn es geht. So, wir schalten ab. Wupp, wupp, wupp. Stufe aufgestiegen übrigens. Mhm. So ist schön. Schön. Und dann schauen wir noch da. Halt, da ist nicht Ruhe. Die habe ich voll übersehen. Mal schauen, ob wir die leicht aufkriegen. Nein. Das war wohl nichts. Ja. So, 5 und 3. So, zufrieden. Zu einfach. Ja, genau. Mana-Trank, Goldbrocken und Plasmazellen. Nehmen wir gerne alles mit. So, gut. Dann schauen wir hier ruf. Schaut okay aus. Machtstoß. Haben wir gefunden. Da schaut es auch okay aus. Da schaut es auch okay aus. Dann würde ich sagen, bevor mir ein Unglück passiert, gehen wir lieber speichern. Ja, bitte. Unglaublich, dieser Tresor. Unglaublich, echt. Das ist ja schon fast ärgerlich. So, da herum steht auch kein böses Viech. Gut, das heißt, wir können einsammeln. Drohnenkontrolle, Brennstoff, Sprengraketen, Elixtrank klein, normal, Sprenggranaten zweimal und kleiner Elixtrank nochmal. Ja, Fisch. Sehr, sehr gut. Passt. Ja, dann können wir uns wegporten, ne? Okay, also... Oh, wir müssen zu Nesti. Zuerst, okay, machen wir. So. Die müsste da unten noch stehen. So. Frau Chefin, wo sind Sie? Da drüben. Also, Frau Chefin. Ich sagte... Geh und erledige den Rest! Die Schlacht ist gewonnen. Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Hack! Ich bin noch nicht fertig mit euch! Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde, hä?
Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon! Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar! Du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Eher nicht. Warte mal. Du bist doch nicht etwa dieser Alpbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Ja. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Ich habe keine andere Wahl. Na, wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Ja? Ich glaube, das ist besser unten, oder? Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Was? Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Ja, scheiße auch. Was ist los? Warum zum Henker hast du dich gerade den erbärmlichen Waldmenschen angeschlossen? Hey. Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, vermutlich nicht. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Ja, schon. Ist alles okay bei dir? Alles okay. Ja, ja. Dir gehen langsam die Nerven durch, was? Das kenne ich. Hau alles raus. So ein kleiner Blutrausch hat noch niemandem geschadet. Tschüssi. Alter Fetzen. Ja, ich speichere das jetzt mal. Die Frau ist sehr unverblümt, ne? Muss ich mal anders hinsetzen. So. Die Frau ist sehr unverblümt. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin nie einem Mann wie dir begegnet, weißt du das? Oh, ach, danke. Ja. Bei dir hat man zwar immer irgendwelchen Ärger am Hals, aber am Ende kann man sich immer auf dich verlassen. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren alles andere als zuverlässig. Aha. Die Kerle in Goliath kämpfen meistens gegen Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Kommt dazu, dass die Jungs, die ich interessant fand... Tja, ich war ihnen wohl zu kämpferisch. Ein Mädchen hat hinterm Herd zu stehen. Tja, das ist wohl sowas wie der männliche Beschützerinstinkt. Ist ja ganz süß, aber wenn es mal drauf ankam, dann... Ah, naja. Am Ende war es immer das Gleiche. Meine Schuld, dass er sich nicht wie ein richtiger Mann fühlt. Aha. So ein Unsinn. Dabei will ich doch nichts weiter als... Warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich fand's interessant. Ich weiß nicht. Super. Jetzt kann ich wieder was verhauen, ne? Ich fand es interessant. Ja? Ich, nun denn... Und wie geht's dir, meine Gute? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Sehr gut. Okay. Dann nicht gehen schlecht. Wir weiter. Ja, finde ich auch. Muss ich jetzt Nesti mitnehmen und sie ins Lager schicken? Wahrscheinlich, ne? Ich speichere das mal. Ich will auf keinen Fall unsere süße Maus da verlieren, also die Kaya. Oh, sie ist so lieb. Ich mag sie. Kaya, magst du bitte dabei kurz ins Lager gehen? Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Alles klar. Bis gleich. Und du, mitkomm. Mitkomm. Gut. Und jetzt probiere ich sie mit ins Lager zu nehmen, ne? Hier sind wir ja fertig. Dann gehen wir mal ins Lager und dann gehen wir... Thorgald. Wie hieß er? Ich glaube es irgendwie, ne? Thorgald? Irgendwie so? Bericht erstatten, dass wir die Konverter erledigt haben. So, vielleicht kriegen wir jetzt ja irgendeinen Bonus
vom Lloyd, dass wir eine neue Gefährtin haben. Servus. Na, nix da. Gut, dann, Gnädigste, bleib hier. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Natürlich. Weil ich glaube, ich schau mal kurz, nicht, dass ich was versau hier. Was falsch mache, questmäßig. Mit vereinten Kräften. Gefährten. Ja, mehr als nur Freunde. Passt. Nesti haben wir fertig. Gut. Eine Meinung. Ja. Also meine Gute, meine Hübsche. Kaya, bitte komm noch mal mit. Mitkommen. Alles klar. Ich wollte nur, dass Nesti auch hier ist. So. Ich glaube, das passt so. Okay, nächste Quest. Thorgalt, ne? Den Typen da. Hauptmissionchen. Alte Pflichten. Krieg der Masinen. Ja, da müssen wir Bericht erstatten. So, ich bohr mich mal hin. Und dann werden wir den Part beenden, glaube ich. So. Ja. Hervorragend. Gruselig. Ach, geht schon, meine Gute. So. Also, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.